Oder die und dann die drei. Die drei könnten wir doch aber machen, oder? Ja, ich hab's, ich hab's. Das und dann die. Oh Gott, jetzt ist es kleiner geworden. Wenn wir das jetzt machen und dann das, perfekt. Ja, wir haben's. Sehr gut. Gut, dass wir es nochmal ausprobiert haben. Wir haben schlechte Witze daraus bekommen. Was sollen wir mit diesem schlechten Witzebuch? Das hatten wir doch schon. Und das war auch Nummer zwei. Also haben wir das jetzt einfach zweimal. Das erste haben wir verkauft. Naja, immer ein gratis Credits, wenn wir es verkaufen können. Hat auch was. Luisa. Es gibt immer ungefähr 1 Million Sachen zu tun, aber ich bin ganz alleine. Es ist Brauchst du vielleicht unmöglich. ein bisschen Hilfe? Im Hey! Gegensatz für Geld? Oh, du bist gar nicht Karl. Nein, wir sind nicht Karl. Tut mir leid, vielleicht heißt du ja sogar Karl, aber ich warte auf einen anderen Karl. Wir heißen weder Karl, Wir noch sollen sind hier wir einem Karl. Spannungsabfall nachgehen. Die Leute melden seit einer Weile immer wieder Stromausfälle. Jetzt geht das Mess der Sache endlich mal nach. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Also versuche ich einfach unauffällig zu sein. Ich könnte dir helfen. Ich meine, wir sind sowieso wegen Stromausfällen hier runtergekommen. Aber erstmal fragen, wer ist Karl? Ein Ist Kollege er von mir, ein der mir Lama? helfen soll. Zufällig? Aber er nimmt die Sache wohl nicht ernst. Hast du Kein Hüte? Wunder eigentlich. Die meisten Leute ignorieren einfach, was hier unten los ist. Tja, verständlich, dass sie das ignorieren. Ich meine, wenn ihr schon Aufträge gibt an Leute, die komplett neu in dieser Stadt sind, dass sie Stromausfälle untersuchen sollen, dann würde ich es auch ignorieren. Was genau untersuchst du denn? Wir versuchen, einen Spannungsabfall zu isolieren, der vermutlich daran liegt, dass viel Strom durch verschiedene Untersysteme umgeleitet wird. Aber dafür muss man eigentlich zu zweit sein. Einer muss die Verteilerkästen für diese Untersysteme finden und ausschalten. Der andere muss das System aus der Ferne überwachen. Es ist eigentlich ganz simpel und ein tödlicher Stromschlag ist relativ unwahrscheinlich. Relativ unwahrscheinlich ist wahrscheinlich nicht das, was ich gerne hören würde. Die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem da. Dabei helfe ich dir auf keinen Fall. Nein, wie sie grinst. Ja, wir können es versuchen. Wir können dir helfen. Tja, nachdem du hier bist, Karl aber nicht, und ich die Sache gerne klären würde, warum Wir nicht? können Ersatz-Karl sein. Karl Nummer Es ist 2. doch gar nichts, sondern 2.0. nicht Technisches. Ich kann dir alles aus der Ferne erklären. Ich gehe zur Kontrollstation. Der erste Kasten, den wir suchen, ist beim UC Surplus. Du weißt schon, Antonios Laden. Ich melde mich, wenn du da bist. Alles klar. Dankeschön. Oder eher so das Danke zu mir sagen. So, sie geht. Was stellt er sich denn da an? Genießt du die Aussicht? Den Dampf? Vermutlich. Wir gucken, ob wir noch nach weiteren Leuten mit Ich ihm habe reden nur können, wie begrenzte ihr. Ressourcen, versuche aber niemanden wegzuschicken, der nicht in Credits schwimmt. Wir geben hier unser Bestes. Mehr kann man schließlich nicht tun. Ich brauche Hilfe, Doc. Nein, wir sind nicht krank, also brauchen wir das nicht. Ich brauche medizinisches Material, auch nicht unbedingt. Du führst diesen Laden hier also ganz alleine? Hab kaum eine andere Wahl. Kann mir kein Personal leisten und den Freiwilligen aus der Community kann ich auch nur begrenzt was abverlangen. Wir halten uns schon länger über Wasser und werden das auch weiterhin tun. Keine Das ist Sorge. ja wirklich lieb. Die bleibt hier unten und hilft den Armen und Bedürftigen. Ohne eine Gegenleistung wirklich zu erwarten. Eine tolle Frau. Ein seltsamer Ort für eine Klinik findest du nicht. Ich meine, sonst hat man wahrscheinlich gar keine andere Wahl, oder? Lustige Geschichte. Als die Leute damals auf Jemison ankamen, zerlegten sie das Kolonieschiff und benutzten die Teile, um eine Siedlung zu bauen. Mit der Zeit wurde sie immer größer und höher. Und irgendwann vergaßen sie dann einfach alles, was noch hier unten war. Auch die Menschen. Oh, das ist schrecklich. Die Wände und die Decke haben sich verändert. Aber hier wird immer noch Equipment aus dem alten Schiff benutzt. Nicht alle in New Atlantis können sich Reliant Medical leisten. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann mal. Vielleicht mit besserer Umstellung von Regierung oder so. Ich weiß ja nicht, wer da das Sagen hat. Gehen wir mal. War nett zu reden. Wir schauen uns mal um. Oh, sogar noch blutig. Wir könnten hier Nierenschalen und so stehlen. Diese Frau, die sowieso nichts hat und wir stehlen ihr die Sachen, das wär grausam. Das werden die nicht machen. Lass einen Schalter aktivieren. Oh, um hier reinzukommen. Warte mal. Bevor wir da lang gehen, können wir nicht hier noch mit Leuten reden? Ich meine, hier geht's auch weiter. Ich weiß nicht, warum wir da hinten weitergehen sollten, wenn es hier weitergeht. Mann, sind hier viele Menschen. Das ist ja schrecklich. Wären wir hier sonst rausgekommen? Ja, wir wären sonst hier rausgekommen. Wir haben nur einen Weg aufgemacht. Okay. Verstehe. Mit der können wir auch nicht reden.
Hier ist bestimmt jemand. Ja, mit dem können wir reden. Lunge hier nicht rum, ja? Das kann ich nicht ausstehen. Ich würde gerne mit dir reden, Henrik. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige habe, aber sieh dich ruhig um. Moment, du bist ein Verkäufer, aber sagst zu einem potenziellen Kunden, lunger hier nicht rum. Ich hab Geld, ein bisschen wenigstens. Ein Elektronikladen hätte ich auf dem Unterdeck nicht erwartet. Ach ja? Glaubst du etwa, die Leute hier unten können sich keine Elektronik leisten? Das höre ich ständig. Hey, ich fange nur Gespräch an. Mhm, schon klar. Den Mist darf ich mir viel zu oft anhören. Wenn du noch mehr Kommentare hast, behalt sie einfach für dich. Tut mir leid, es war doch gar nicht böse gemeint. Ich habe eine Konversation betrieben. Ja, es war aber nicht so gemeint. Ach, schon gut. Tut mir leid. Denk nur einfach ein bisschen besser nach, statt alles zu sagen, was dir in den Kopf schießt. Ich weiß, das sollten wir wirklich. Tut mir leid. Das sage ich auch lieber nicht. Was hast du denn im Angebot? Ich mache immer gern Geschäfte. Klar, was hast du denn so? Ich weiß nicht, ob wir irgendeinen Elektronikkram schon brauchen. Ein digitaler Schreibtischbilderrahmen. Ja, keine Ahnung, dann nehmen wir den. Ich bin einfach nett und kaufe jetzt einfach irgendwas. Den Rest brauchen wir nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Pass auf dich auf. Ja, du auch. Auf Wiedersehen, Henrik. Ich helfe Vincent. Gelegentlich. Nicht mehr so oft. Aber das ist schon in Ordnung. Ignoriere mich einfach. Ich ruhe mich nur kurz aus. Was machst du denn hier? Oh, Henrik ist ein alter Freund von mir. Ich helfe hier gelegentlich aus. Aber ich lungere nicht einfach nur herum. Ich bin auch selbst unternehmerisch tätig. Und was ist dein Unternehmen? Was machst du? Ich würde gerne mit dir ins Geschäft kommen. Was für ein Geschäft? Ich bin sehr altmodisch. Ich gebe mich nur mit Partnern ab, die ich kenne. Der Typ redet sehr zwielichtig. Illegale Sachen? Aber wenn du mir einen kleinen Gefallen tust, würde das mein Vertrauen in dich stärken. Was für ein Gefallen? Du musst nur in Red Mile ein Paket für mich abholen und es mir bringen. Du musst nicht einmal mit jemandem interagieren. Das klingt sehr nach Stehlen, wenn ich mit niemandem interagieren soll. Das klingt mir zu zwielichtig. Ich verzichte, das klingt wirklich sehr zwielichtig. Warum geht es überhaupt bei deinen Geschäften? Darüber darf ich noch nicht sprechen. Aber ich versichere dir, es ist lukrativ. Ja, es ist hundertprozentig auch sehr illegal. Und wir sind ein Cop. Der Inhalt muss dich nicht interessieren. Jedenfalls ist es kein Schmuggel. Am Ende ist es ein Alien-Kopf drin oder so. Wenn du dich unwohl dabei fühlst, lehn einfach ab. Ganz ehrlich, das werde ich auch machen. Du darfst glauben, was du möchtest. Aber falls du es dir anders überlegst... Ich glaube nicht, dass wir das werden. Ich bin hier. Das klingt wirklich sehr zwielichtig, also gehe ich mal lieber. Bleib sauber. Das sollte ich zu dir sagen. Bleib du lieber sauber. Wir gehen dann mal, damit wollen wir nichts zu tun haben. Ist das so ein altes Keyboard da vorne? So neumodernes, meine ich, nicht altes? So, da unten ist auch noch eine Tür. Ganz kurz. Das House of the Enlightened. Enlightened? Was ist denn hier unten? Der sieht schön aus. Auf dem Unterdeck gibt der es Bart sehr von ihm. Tun. Er hat den Fröhlichkeitsbart. Sehr viele hilfsbedürftige Leute. Willkommen im Haus der Aufklärung. Hallo Mann mit fröhlichem Bart. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Wer bezahlt das alles? Nun, wir lassen keine Spendendose umgehen oder sowas, wenn du das meinst. Aber wir sind durchaus auf Spenden angewiesen, die wir so sparsam wie möglich einsetzen, wie du anhand der Umgebung hier vielleicht siehst. Wäre vielleicht nicht ganz gut, bei ihm denn nach Arbeit zu fragen. Immerhin kann er uns nicht bezahlen. Was ist das Haus der Aufklärung? Anfangs waren wir eine intellektuelle Bewegung von Atheisten. Atheisten? Mit zunehmender Zahl konzentrierten wir uns mehr auf humanitäre Arbeit. Verstehe. Wir wollten zeigen, was die Menschheit gemeinsam erreichen kann. Das klingt nach einer noblen Aktion. Was hätte er denn so für Arbeit, so rein theoretisch? Perfekt. Ich suche zufällig gerade jemanden, Lass der mich mir raten, bei ich soll ein Paket abholen? Ein willkommener Zufall. Ja, manchmal ergibt es sich einfach gut. Menschen mit gemeinsamen Interessen finden zueinander. Solange ich kein verdammtes Paket abholen soll, dann können wir etwas Größeres. Das Einzige, was mir jeder bisher angeboten hat. Also der Auftrag. Du musst deinen Mann namens Tahir von der Krankenstation abholen. Es ist kein Paket, aber ein Mann abholen. Er erholt sich von einigen Verletzungen und braucht Hilfe, um in seine Wohnung zurückzukehren. Hol ihn ab, besorg ihm etwas zu essen und bring ihn nach Hause. Das klingt ziemlich einfach. Werde ich machen. Sorry, das passt mir gerade nicht. Kann er nicht alleine nach Hause gehen? Er hat gerade gesagt, er kann es nicht. Also logisch, kann er nicht. Warum bekommt er keinen von den UC keine Hilfe? UC? Heikles Thema. Tahir hatte schon öfter Probleme mit der UC Security. Wegen Vandalismus, Diebstahl und Prügelei. Er ist also kein guter Kerl. Und er gibt den UC die Schuld an den Bedingungen auf dem Unterdeck. Und an seinen persönlichen Problemen. Und da er keine Hilfe von den Behörden annimmt, springt eben das Haus ein und unterstützt ihn. Verstehe.
Also, dass er also die ganzen Behörden beschuldigt, ist auch nicht richtig. Ich meine, für einige Sachen ja, wahrscheinlich für die Armut hier unten ja. Aber, dass er Prügeleien anfängt, damit hat niemand was zu tun, außer er selbst. Wo wohnt denn Tahir? In einem der ärmeren Bezirke, wo die Kinder Fußball spielen. Bring ihn dahin, das sollte reichen. Alles klar. Tahir ist stolz, er soll sich nicht von dir abhängig fühlen. Du gibst ihm bloß einen Schubs in die richtige Richtung. Also ein stolzer, prügelnder Mann, der alle anderen für seine Probleme beschuldigt. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so gerne hätte, aber wir machen's. Die Credits stimmen bestimmt. Klasse, du findest ihn in der Krankenstation. Ja, wir wissen ja schon, wo die Krankenstation ist. Er hat sicher Hunger. Bring ihn nach dem Abholen also erst einmal zu Kai. Okay. Sie hat schon ein Essen zum Mitnehmen vorbereitet. Und danke. Kein Problem. Wow, ich habe direkt 2000 Credits bekommen. Der hat aber viel Vertrauen, dass wir nicht einfach abhauen mit dem Geld. Bevor ich Jake traf, habe ich gesoffen. Er hat mir quasi das Leben gerettet. Das war Jake, oder? Ich glaube ja. Ich kann gerade nicht gucken. Wird nicht angezeigt. Kays Essen ist quasi wie zu Hause bei Mama. Richtig gut, ehrlich. Wie lebt es sich denn so auf dem Unterdeck? Und Kays Essen würde ich auch gerne mal probieren. Wenn das schon so gut sein soll wie bei Mama, da kann man nicht verzichten. Wie man sich's vorstellt. Miese Arbeit, noch miesere Bezahlung. Aber wenn die Lage richtig schlimm wird, zeigt sich, wie nett die Menschen sein können. Sogar hier unten. Im letzten Drecksloch. Das ist tatsächlich sehr schön zu hören. Bist du denn hier aufgewachsen oder ist es... gab es schlechte Situationen? Nein. Ich bin wie viele Leute hergekommen, um Arbeit zu finden. Ich suche noch. Wer schon länger hier ist, kann schon gar nicht mehr einschlafen, wenn er keine Turbine hört. Geht mir vielleicht irgendwann auch so. Es gibt doch, ich meine, Zielsicherheit. Zielsicherheit? C-Security? Wie hieß das? Auf jeden Fall Security sucht doch nach Arbeitern. Das könnte man doch versuchen. Aber wahrscheinlich stellen sie niemanden ein vom Unterdeck, könnte ich mir vorstellen. Hast du noch einen Rat für uns? Nein, nur streif deine Schuhe ab. Wenn du Schlamm reinträgst, muss jemand sauber machen. Okay. Und zwar meistens ich. Wir werden darauf achten. Dankeschön. Toller Rat. Pass auf dich auf. Pass doch auf dich auf. Ich habe das Gefühl, hier unten können die Leute das mehr gebrauchen zu hören als hier. Spinde? Notizbuche brauchen wir ja nicht. Bücher. Muss nicht sein. Oh, hast du mich erschrocken gerade. Geht's da unten weiter oder ist das nur so ein... Also, ach, wir sind ja direkt im Haus. Hier geht's gar nicht weiter. Das ist nur der Pausenraum, der Besprechungsraum. Steht da? The fighting may have ended, but many hearts are still waging war. Mal ranzoomen. Lay of the booze. Okay, also das war wahrscheinlich wie so eine Therapiesitzung, so wie das hier aussieht. Also erstmal Besprechung und ich weiß nicht, worin ich hier gerade warte, das ist eklig. Besprechung und eine Therapiesitzung, beides gleichzeitig, würde ich sagen. Weil die da auch über Moral geredet haben, über schlechte und gute. Was geht hier so ab? Noch mehr geschrieben, also nur Büroräume, nichts Interessantes. Schön, dass wir überall hinkommen, außer die verriegelten Räume, leider. Da könnte man wahrscheinlich was stehlen. Aber ich weiß nicht, ob ich diesen Weg gehen möchte mit den Stehlen. Sag Bescheid, wenn ich dir helfen kann. Hey, willst du für die Tracker-Allianz ins Kopfgeld-Business einsteigen? Dann such dir bei einer der Auftragsbörsen in der Stadt einen Auftrag aus. Okay. Es ist nicht jeder für den Job gemacht, aber wenn du dich an unser Motto hältst, kommst du klar und verdienst dir Credits. Was ist denn das Motto? Keine Gnade, keine Gefangenen. Alles klar. Das gefällt mir aber nicht. Keine Gnade? Ich zeig gerne Gnade. Was ist die Tracker-Allianz? Ist es nicht das, was die Kopfgelder los wird? Das stand doch da, bei dem einen Automaten. Wir sind einfach eine Allianz von Kopfgeldjägern. Manche teilen Ressourcen, manche arbeiten solo. Aber die Organisation macht es uns allen leichter, unsere Arbeit zu machen. Und sie legitimiert sie. Wir üben keine Selbstjustiz, sondern sind Teil des Systems. Die verschiedensten Menschen beauftragen uns, Flüchtige aufzuspüren. Wir finden diese Flüchtigen und kümmern uns um sie. Aber erinnere ich mich nicht falsch? Ich dachte, die haben doch angepriesen, dass sie Kopfgelder loswerden extra. Wenn sie das los, indem man sich selber angibt und dann werden wir gejagt? Oder wie wird das denn abgehen? Wie passiert das denn? Ich suche nach Kopfgeldaufträgen. Könntest du mir sagen, wo ich welche finde? Nee, das hat sie uns gerade gesagt. Hast du irgendwelche spannenden Geschichten von der Kopfgeldjagd? Das würde mich auch interessieren. Ich habe eine, die ich dir erzählen kann. Ich musste mal eine von uns aufspüren. Oh. Eine Frau, mit der ich befreundet gewesen war. Oh, das klingt schwer. Sie hat uns verraten. Wir haben Listen mit allen Mitgliedern samt Kontaktdaten, die natürlich geheim sind. Sie hat sich in unsere Systeme gehackt und die Listen meistbietend zum Verkauf angeboten. Oh nein.
Viele Leute würden töten, um an diese Informationen zu kommen. Ich musste sie finden und aufhalten, bevor sie an den ersten Kunden liefern konnte. Ich sage dir, es ist nicht leicht, jemanden zu jagen, der alle deine Taktiken und Techniken kennt. Aber ich habe sie gefunden. Und zum Schweigen gebracht. Ich hätte eher gedacht, dass sie sagen würde, es ist nicht leicht, jemanden zu sagen, den man kennt, aber das hat sie ja gar nicht erwähnt. Warum schon ein bisschen kaltblütiger sein für den Job, denke ich mal. Das ist wohl nicht so für uns. Geh, und keine Gefangenen. Ja, ich werde Gefangenen schon nehmen. Schon mal Spacern begegnet? Totaler Abschaum. Achso, das wurde uns diese eben erzählt. Diese Aasgeier holen sich alles, was vom Koloniekrieg noch übrig ist. Sie durchkämmen alte Labore und Anlagen und lassen nichts zurück, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, die scheinen grausam zu sein und die werden wir bestimmt noch sehen, sonst werden sie nicht so oft erwähnt werden. Es wird bestimmt genau wie diese komischen Schlangenleute. Wir reden nicht mit ihnen, es wird genau wie Schlangenleute wahrscheinlich unsere Feinde werden. Die beiden und die Piraten. Kann ich dir irgendwie helfen? Ach, können wir nicht mit ihm reden? Auf dem Unterdeck wird's für uns nie langweilig. Ich dachte, ich meine immer seinen Namen. Normalerweise kann man mit denen, die Namen haben, reden. Das geht nicht auf. Und du? Können wir vom Stuhl werfen? Wir können nicht mal mit ihm reden, schade. Hier sind nur Spinde. Können wir zwar alle aufmachen, aber ich glaube nicht, dass wir hier... wir könnten was stehlen. Aber wenn das jemand mitbekommt, haben wir ein Problem. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das mit dem Stehlen funktioniert. Wir lassen es vorerst, also gucken wir uns lieber nicht die weiteren Spinde an, sonst habe ich nur das Verlangen, es zu machen. Das wird nicht gut enden. Und hier ist... Weißt du, wir sind hier gerade im Quartier der... im Quartier der... Kopfgeldjäger. Das ist vielleicht nicht das Beste, hier, hier sich ein Kopfgeld anzulachen. Schade. Die Frau können wir nicht rauslassen. Hier kommen wir auch nicht rein. Können wir hier rein? Ja, hier können wir die Tür aufmachen. Sehr gut. Aus dem Weg. Danke. Wo führt das hier hin? Es führt irgendwo hin, wo wir nicht... Ich wollte nicht mit dir reden. Tut mir leid. Es führt irgendwo hin, wo wir nicht rein dürfen. So, einmal runter. Ihr bitte mich nicht anhusten. Wir sind hier neu. Wir haben noch keine Credits. Wir können uns nicht behandeln lassen. Ausrüstungsshop. Hi, Anthony. Antonio. Atlantis ist hier unten. Das ganze Zeug oben. Das ist alles fake. Ich stimme dir zu. Die unteren Bereiche sind wahrscheinlich Herz und Seele von New Atlantis. Ja, ich hoffe mal, es ist legal und das ist ein guter Einstieg. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir das letzte Mal gemacht haben. Also ich habe schon eine Ahnung, aber wir müssen jetzt mal ganz kurz reinfuchsen. Wir haben mit dem Typen hier gesprochen. Oh nein, warte, wir haben mit dem Typen haben wir gar nicht gesprochen. Wir haben mit dem einen Typen da hinten gesprochen, der dieses, was auch immer das für ein Haus ist, hatte. Ich hatte ein paar Tage Pause gehabt, weil ich noch andere Sachen aufgenommen habe. Deswegen hatten wir mit ihm geredet, ja oder nein? Falls ja, werde ich mich bestimmt daran erinnern. Völlig überbewertet. Ich komme prima ohne klar. Ja, wir haben nicht mit ihm geredet. Die Option hatten wir noch nicht gehabt. Gibt es in den UC viel Überschuss? Sieh dich um. Was glaubst du? Ich denke schon. Die UC ist eine Riesenorganisation. Viele Planeten, viele Menschen, viel Material. Ist nicht immer leicht. Wenn es so viel Material gibt, können wir bestimmt einen kleinen Rabatt bekommen, oder? Manchmal fällt was durchs Raster und verstaubt dann in irgendeinem Lagerhaus. Mhm. Aber das ist okay, weil ich nämlich davon profitiere und damit auch du. Ich kaufe die Sachen in großen Mengen an und verkaufe sie günstig weiter. Win-win. Das ist wirklich Win-win. Wenn es eh niemand mehr benutzt, aber ich möchte, wenn du mir das schon so sagst, vielleicht noch ein bisschen Rabatt unter deinem schon jetzigen Rabatt haben. Je nachdem, wie viel das gleich kostet. Wir gucken gleich mal. Gefällt dir denn das Leben auf dem Unterdeck? Unterdeck? Ganz viele Leute sagen, es wäre grauenhaft, kaum besser als obdachlos zu sein. Sie jammern, wie viel besser die Leute oben es haben. Aber mir gefällt sie. Hier ist es echter. Oben versuchen alle zu zeigen, wie zivilisiert und reich sie sind. Das nervt. Aber hey, jeder wie er mag. Ich meine, es ist auch eine Art, es zu sehen. Warum nicht? Solange er glücklich hier unten ist. Ganz in Ruhe. Ich hab Zeit. Alles klar. Ist denn da irgendwas Gebräuchliches? Moment, wir gucken mal. Anzüge erstmal. Irgendwelche, die besser für uns sind? Können wir sie vergleichen? Wir hatten doch irgendwo einen Vergleichsbutton, oder nicht? Nein. Hier nicht. Ich weiß nicht, ob das viel ausmacht. Das scheint nicht so viel zu verändern. Wir lassen es mal erstmal, weil das ist relativ teuer und wir haben noch nicht so viele Credits.
Und ich würde gerne vielleicht irgendwo jemanden finden, den wir rekrutieren können, auch für die wenige Credits, die wir haben. Vielleicht normale Kleidung. Wir haben uns zwar Radkleidung gekauft, aber man kann ja mal gucken, was es so gibt. Also so viel Unterschied ist da nicht von dem, was wir gesehen hatten. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen noch nichts holen. Wir sind ja gerade nur am Rumgucken. Wir brauchen nichts unbedingt. Huch, das war die falsche Taste. Ich bin hier. Ja, danke. Wie war nochmal der Name? Antonio Bianchi. Wir sehen uns ja wieder, Antonio. So, hier ist einer von den... eine Paneltür? Perfekt. Ach genau, was sie meinte. Okay. Was wir machen müssen, ist ein Stromnetz. Das hat den Schutzschalter ausgelöst. Und der geht zu... So haben die das verkabelt? Okay, prima. Der nächste ist ein gutes Stück hinter dem Jakes. Vielleicht ein oder zwei Etagen höher? Sorry, ist weit. Ist kein Problem, wir machen das. Haben wir noch einen Dietrich? Dies wird woanders freigeschaltet. Oh, okay. Dann nicht. Wird ja nicht schlimm, zwei Etagen höher. Wir haben hier sehr viele Punkte. Warum wird dieser Punkt eigentlich noch angezeigt, wenn wir das gerade hinter uns gebracht haben? Wir machen es einfach mal zu. Bringt uns bestimmt viel. So, hier ist auch einer. Oder? Nee, das ist nur ein Fahrstuhl, aber wir können nach oben gehen damit. Raum, Wasserfallpromenade. Nee, nee, das ist der normale Fahrstuhl. Ich glaube, hier kommen wir wieder weg von unten. Oh Gott, einmal aus dem Weg, bitte. Weg wollen wir ja noch nicht von unten. Wir haben ja noch nicht alles erledigt, was wir hier machen müssen. Ach Gott, das sind mir viel zu viele blaue Punkte, die angezeigt werden. Und viel zu viele Menschen hier. Ich meine, schön, dass es hier so viele Menschen gibt. Das passt mit zum Spiel, aber meine Güte. Lass mich jetzt in Ruhe. Das sind mir zu viele Menschen. Eine Bar. Okay, bevor wir nach oben gehen, wir müssen einmal hier nachgucken. Hey. Oh, das ist jemand, den wir rekrutieren könnten. Ich suche Arbeit. Stellst du ein? Je nachdem. Wie viel willst du haben? Ich will nicht mehr haben als ein normales Crewmitglied. Das heißt... 6.000. Was soll das denn? Ich bin Typ. Da wollte wohl jemand mit ein, mit an Bord überzeugen. Wir können auch mal versuchen, sie überzeugen. Warum das denn? Weil wir nicht so viel Geld haben. Ich kann mir das nicht leisten. Wie schade, könnten wir sagen? Ja. Ich ziehe Leute mit großer Klappe und leeren Taschen an. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Also, ich weiß, du würdest mir helfen, wenn du könntest. Schön, dass du meine Situation verstehst. Ich verstehe es. Wir versuchen mal einmal automatisch zu überzeugen. Das geht nicht, verdammt. Wer weiß, wie lange du auf ein anderes Angebot warten musst. Das ist die Schwierigere, ich weiß nicht. Was, ich habe mir gerade vorgestellt, funktioniert das bei ihr? Vielleicht sieht der Hut ja witziger aus bei ihr als bei der anderen? Ich weiß, ja, das hat nicht funktioniert. Aber das funktioniert nicht. Wir haben keine Chance mehr. Weiter runtergehen. Hättest du nicht wenigstens auf 4.000 gehen können? Verstehe. Komm wieder, wenn sich dein Glück wendet. Okay. Manu. Außer was ging mit ihren Haaren ab? Manu. Ich hätte Lust, ihr Hausverbot zu erteilen. Hier können wir mit ihm reden. Hat er gerade zu ihm gesagt, er will ihm Hausverbot verteilen? Wieso? Mir gefällt deine Einstellung nicht. Wer ist das überhaupt? Was machst du da? Kannst du mal stehen bleiben und mich angucken? Was macht er da? Hör auf! Ich möchte reden. Hallo, was machst du hier? Warum fragst du? Bist du von der Security? Theoretisch ja. Spielt keine Rolle. Das Gesetz und ich sind keine Freunde. Ja, du hast eine gewisse rebellische Ausstrahlung. Mhm, danke, auch wenn aber wir bei der Security arbeiten. Und ich erzähle sicher nicht jedem, der hier reinspaziert, alles über meine Operation. Eine Operation? Jedenfalls noch nicht. Wie wär's denn mit einem Glas, den wir dir ausschenken können? Hm? Ist irgendwas Interessantes hier los? Kannst du aufhören, mich hin und her zu bewegen? Ernsthaft? Sieh dich doch mal um. Du bist am langweiligsten Fleckchen der Galaxie. So langweilig finde ich das hier gar nicht. Das einzige Gute hier unten ist Kai. Das beste Essen in den besiedelten Systemen. Und ich kenne mich mit Essen aus. Aber ich darf nicht mehr hin. Kai hat mir Hausverbot erteilt. Mir ist das zu glauben? So ein unglaublicher Schwachsinn. Was hast du denn gemacht, dass du Hausverbot bekommst? Mir gefällt deine Einstellung nicht. Ich weiß nicht, wer du bist, aber du drehst dich die ganze Zeit hin und her und das macht mich kirre. Tja, Pech gehabt. Und weißt du was? Ich kann dich auch nicht leiden. Ich finde dich sogar so abstoßend, dass ich Lust habe, dich auf der Stelle zu verprügeln. Was ist denn das für eine... Was sagst du? Nein. Wollen wir uns 10 Runden liefern? Nein. Hauptsache, okay, dann los, kleiner Mann. Du bist die Mühe nicht wert. Ich will mich nicht prügeln.
Aber ganz ehrlich, ich hat's bestimmt verdient. Na komm, wir prügeln uns. Du hast Glück. Ich habe mir die Hand verletzt, als ich das letzte Mal jetzt auf einmal. Dir die Lichter ausgeknipst. Bist du jetzt doch nicht mehr? Mein Arzt sagt, die Heilung könnte Feigling. Ein paar Monate dauern. Aber ich sag dir, sobald meine Hand in Ordnung ist, erlebst du was. Absolutes. Nee. Du Hühnchen. Wir gehen. Ja, ja. Ja, ja, du Hühnchen. So, kann ich mit ihm reden? So, Jake, hallöchen. Willst du was kaufen? Ich würde mich gerne unterhalten. Du kaufst nichts. Ich hasse Smalltalk. Das ist genau das, was ich wollte. Hast du hier und viel. Ich meine, wir trinken. Vielleicht kaufen wir uns gleich was und erstmal reden wir mit ihm. Du hast es ziemlich schön hier. Erstens habe ich nicht nach deiner Meinung gefragt. Und zweitens, lass mir keinen Zucker in den Arsch, okay? Das war nur eine Aussage, okay? Hier unten? Als wären wir anders als andere Bars? Schlechter vielleicht? Willst du darauf anspielen? Ich hab doch nur. Sag mal, ich betreibe nur Konversation. Ach ja. Tja, ich nicht. Boah, bei dir will ich nichts kaufen. Aha. Ja, ja, du kriegst mein Geld, nicht Frechheit. Ich häng fest. Oh Gott. Ich hoffe, es gefällt dir in New Atlantis. Ich will diesen Hut haben. Irgendwie hat er was. Der sieht richtig dämlich aus. Und ich liebe es. Ja. Dann. Oh, Fußball. Yeah, das war. Wie können wir da daneben schießen? Ja, danke, danke, Kind, dass du uns ausgeholfen hast. Ich soll nicht mit Fremden reden. Dann rede ich halt mit dem Kind. Hab ich dich erschreckt? Oh, ja, huh. Oh, ich hab mich so erschrocken. Oh, wow. Die Uhr ist ja super cool. Das ist meine Uhr, Kind. Weg damit. Weg mit deinen Händen. Oh. Ah, Vasco. Ich quetsche mich einfach rein. Ich habe Trauma von Kindern von Baldur's Gate. Am Ende klaut die mir irgendwas. Klaut der mir irgendwas. Ich weiß nicht, was das für ein Kind war. So, hier ist ein Schalter. Huch, ja, wohin genau führt es? Auf jeden Fall zu dem Punkt, wo wir hin müssen, aber was ist hier oben? So, der nächste Verteilerkasten ist ganz in der Nähe. Der Abschnitt wird kaum noch verwendet. Vielleicht siehst du ihn nicht gleich. Ich habe ihn direkt gefunden. Das ist er. Der nächste ist ganz in der Nähe. In einer Sackgasse neben dem Jakes. Direkt unter der Wohnung, die sie zu verkaufen versuchen, die Optimisten. Kannst du ja zumachen? Okay. Vasco, tschüss. Einmal aus dem Weg, bitte. Du stehst mir aber so sehr im Weg, muss ich sagen. Ach, Tür verriegelt. Wir haben keine Dietriche. Wir müssen irgendwie Dietriche herbesorgen. Da können wir sie ja kaufen irgendwo. So, da hinten ist. Was ist das da? Ach, das ist der nächste Kasten, richtig? Ja, das ist der nächste Kasten. Du müsstest gleich beim nächsten Verteilerkasten sein. Und wenn die Obdachlosen noch nicht verschwunden sind, einfach Augenkontakt vermeiden, okay? Was ist Hans und warum sieht das aus wie Toastbrot? Oder Butter? Ich meine, es läuft aus. Und warum guckt der Typ so ernst da drauf? Dieser Mann, der sieht aus wie der Opa von Heidi. Der will auf jeden Fall nicht, dass wir Toast und Butter essen. Mit Toast und Käse waren es, oder? Ah, es ist schon lange her. Auf jeden Fall sollten wir uns davon fernhalten. Wieder ein Schalter umgelegt, wieder ein Hinweis. Und hier hat das Licht auch geflackert. Die Verkabelung ist schlimmer als gedacht. Ich behebe das kleine Problem mal kurz, während du den nächsten Verteilerkasten suchst. Der müsste in der Nähe von, der Handelsaufsicht sein. Alles klar. Okay. Find ihn einfach und, erzähl vielleicht noch niemandem was davon. Das machen wir gleich. Erstmal diesen Typen nehmen wir nochmal mit. Ich brauche keine Hilfe. Ich komme alleine klar. Aber... Wir sollen ihn doch mitnehmen. Aber wenn du dich verläufst oder in einer Zelle landest, selber schuld. Ich kenne Leute wie dich. Schmerzbringendes Weltraumass. Muss cool sein. Kann ich jetzt mit ihm reden? Hey, oh ja. Weißt du zufällig, wo die Tornetze sind? Meine Wohnung ist in der gleichen Gegend. Mein Hirn ist einfach komplett vernebelt. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Wir können dir helfen. Ich bin hier, um dich nach Hause zu bringen, falls du Probleme damit hast. Wirklich? Oder ist das eine Betrugsmasche? Ich habe keine Creds, okay? Ich will kein Geld haben. Also eigentlich ja, aber ich will kein Geld haben. Du hast mich erwischt, es ist eine Masche. Nein, ich habe dich gesehen, da wollte ich dir helfen. Warum, was, genau, wir sollen ja so tun, wegen seinem Ego. Da war ja irgendwas, ne? Also sollten wir nicht sagen, dass es von, dass wir wegen jemandem sind. Wegen irgendjemandem hier sind, so. Ich habe dich gesehen, da wollte ich nur helfen. Echt? Das passiert hier so gut wie nie, aber du bist vielleicht neu. Bin ich tatsächlich okay, auch. Okay, gut. Du hast gewonnen. Nachdem ich sonst niemanden habe, riskiere ich es einfach. Also der Mann dann, hat echt schöne Haare. Geh voraus.
sehr schön. Ich weiß nur nicht, wohin ich mit dir soll, wenn ich ehrlich bin. Na komm mit, wir gehen einfach mal hier lang. Wir sollten vorher noch Essen holen irgendwo bei Kai. Ich hoffe, der ist hier irgendwo in der Nähe. Ah ja, Kais Haus. Perfekt. Kommst du? Oh Gott, du bist fürchterlich langsam. So, erstmal ganz kurz noch hier bei Kai.